Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Doom Eternal. Wir schlüpfen durch das Tor und schauen mal, was uns dahinter erwartet. Ich würde sagen, es erwartet uns jemand mit Energieschildern. Aha, und Plasmakanonen scheinen dafür vollkommen gut geeignet zu sein. Und wie wir das natürlich kennen, haben wir keine Plasmakanonen. Also zumindest nicht mehr viel. Ja. Was hast du dazu? Er sagt dazu eben nicht besonders viel. Wollen wir wetten, dass da unten irgendwas auf uns wartet? Fahrer ist bloß was? Wartet auf uns. Auf jeden Fall wartet auf hier auf uns irgendwas Interessantes. Hier erwartet auf uns was Interessantes. Die Sache ist bloß, wie kommen wir dort rein? Wissen wir noch nicht. Was das ist, wissen wir auch nicht. Ja, komm, mach auf das Ding. Schön. Fängt schon wieder gut an. Also wenn ich bei Doom mal in irgendeiner Weise... Müssen wir hier durch vielleicht? Nein, hä? Wo geht denn das schon wieder lang? Keine Ahnung. Ich habe so den Eindruck, eigentlich müsste hier ein Gegner kommen. Na hä? Ich habe keine Ahnung, was wir machen sollen. Ach so, vielleicht dran springen. Ah, jedes Mal aufs Neue. Das Gesuche hier. Okay. Das war Absicht. Das Level gefällt mir irgendwie nicht so sehr bis jetzt. Also da habe ich schon schönere gehabt. Ja. Vielleicht hilft das was? Nein. Oh, ich bin so dämlich. Das nervt. Das nervt mich gerade selber. Okay. Jetzt haben wir es geschafft. Ja, dann machen wir mit dieser Jump'n'Run-Scheiße weiter. Was haben wir hier gefunden? Ah, man kennt es. Ein Raketenwerfer. Ich muss schon wieder meine... können wir hier irgendwas Cooles da... Nee, können wir nicht. Ah, ist egal. Kriegen das schon hin. Guck mal. Ich bin voll dagegen gesprungen. Ja, da haut schon ordentlich rein. Ja, hier Dummköpfe. Da ist noch einer von unseren Freunden. Hey, ja noch. Was war denn das jetzt? Jetzt war ich gerade hier völlig überfordert. Ja, unser Schnitt, der ist ziemlich gut mit einmal sterben. Meistens ist es sogar öfters. Aber das sollte ja an sich kein Problem darstellen. Oh, ich stirb schneller. Moin. Es ist unglaublich. Also das nervt mich jetzt schon wieder. Ah ja, wir schaffen das schon. Also mit eisiger Hölle, das ist in keinster Weise überspielt. Stirb schneller. Ja, komm. Nicht schon wieder. Wir müssen hier wirklich schneller sein. Ey, wir sprengen uns selber in die Luft mit dem Scheißding. Mensch! Oh, ich bin schon wieder ein richtiger Profi, das nervt. Nicht Warp Gamer, sondern Fail Gamer. Ja, hier, nimm das.
Okay, du bist ausgeschaltet. Dann Shotgun. Und erstmal die Biester hier töten. Ja. Genau. Leben sind wir gut. Komm schon. Die schulen wir uns auch. Ja, wir haben es zwar jetzt nicht ganz so gut hingekriegt, aber ist egal. Ist nicht so schlimm. Das Ding. Hier. Zeigen das. Okay, den haben wir. Wir haben einen kleinen Grafikfehler. Aber ist nicht so schlimm. Und das? Haben wir irgendwas getroffen? Ja, wunderbar. Wir haben was getroffen. Ah, ich muss aufpassen, sonst spreng ich mich wieder selber in die Luft. Okay, diese Ratte haben wir erledigt. Erledigt. Auch erledigt. Wunderbar. Das lief doch schon fast reibungslos. Was ist das hier? Okay. Nochmal. Da kann man wohl irgendwas Cooles machen. Ja, und was können wir hier Cooles machen? Ah, ich verstehe. Da muss erst mal drauf kommen. Ich und solche Rätsel lösen, das ist immer nicht so besonders gut. Okay, schnell hier hin. Nein. Festkrapschen. Haben wir Dash? Ja. Wunderbar. Benutzen. Ah, wir haben was Neues. Du führst Glory Kills schneller aus. Nee, das wollen wir gar nicht schneller ausführen, weil ich das ziemlich cool finde, wie wir die machen. Das ist vielleicht nicht schlecht. Gegner mit unteren Einfluss der Spezialwaffe getötet werden, senken die Aufladezeit. Ja, okay. Überlebe einen tödlichen Treffer, verlangsame die Zeit kurzfristig, was dir die Chance gibt, dich zu erholen. Nehmen wir. Rettungswurf. Klasse. Schön. Können wir das jetzt auch einsetzen? Ach so, ja, Tabulator geht ja wieder nicht. Anzug, Runen. Ja, haben wir schon eingesetzt, ne? Super. Wo müssen wir denn jetzt hin? Hier hoch? Nehmen wir hin. Ah, jetzt sind wir hier. Okay, wunderbar. Wir krapschen wieder auf den Totenkopf. Und vergessen, dass wir nicht nachladen können. Hey, was bist du denn? Hä? Okay. Friere mit einer Eisbombe bei einem Zeitwendig seine Umgebung umzuleiten. Ja. Die Biblisch. Ach, sorry. Der Biblisch ist ein höllischer Aasfresser, der zum ersten Mal von der USC-Erkundungsteam in der schwarzen Wüste von St. Tim Ödland entdeckt wurde. Diese schwere, fassbare, schlangenartige Dämon bewegt sich mit hohem Tempo und Geschick. Er kann mit einer ausfahrbaren Klingenpeitsche, die sich in seinen Vorderarm verbirgt, aus größerer Entfernung zuschlagen. Dieser Dämon erregte unter irdischen USC-Ingenieuren großes Interesse, wobei sich versucht, lebende Exemplare dieses flinken und unberechenbaren Kreatur zu fangen, als außergewöhnlich gefährlich erwies. Nachdem lebende Exemplare erfolgreich gefangen wurden, implementieren die Forscher kybernetische Augmentierung, die seine Stärke und Tödlichkeit steigern sollen. Okay. Ja. Ja. Kann man so machen. Wir sind gerade völlig am Versagen. Ja, nein, lass mich. Mist, verfluchter Scheiß. Sorry. Oh.
Ja, kann man so machen, muss man aber nicht. Oh, das ärgert mich. Komm raus, du Heslon. Stirb schneller. Ohne Mist. Stirb einfach schneller. Okay. Nummer 2. Oh. Das hat mich dann schon wieder ganz leicht genervt hier. Ja, komm, komm, komm. Das ist äußerst schwierig. Ja, wenig Munition. Leck mich doch am Arsch. Hast du Munition für uns? Alter. Mann, Jana, ist logisch. Wir brauchen wieder 3 Stück oder was? Ah, was soll's. Reicht's mir. Jetzt holen wir hier die schweren Geschütze raus. Du kannst mir deine Peitsche lassen, wo du bist. Wisst ihr? Verstehen wir uns, Freundblase? Fällt dir das besser? Du auch. Menschenskinder. War das schon alles? War kein Problem. Sesam, öffne dich und komm, zeig mir den Schatz. Erstmal Munition. Und? Ja, super. Was haben wir hier? Können wir mal schauen, ob wir das hier verbessern können? Zielerfassungssalbe, ja, das ist ziemlich cool. Fernzünder, nö, brauche ich nicht. Aber Zielerfassungssalbe hört sich nicht schlecht an. Das haben wir nämlich in Rage 2 schon gesehen. Das war eigentlich ziemlich praktisch. Machen wir. Maus 2 gedrückt halten. Verbessern wir. Supi-dupi. Ja, gib mir her, das Teil. Wir könnten vielleicht mal. Nein, das brauchen wir nicht. Das hier brauchen wir. Das ist ziemlich praktisch, sehe ich gerade. Da explodieren die Biester ja. Ey, cool. Ah, das sieht schon geil aus. Das sieht schon richtig geil aus hier. Schön. Aber erstmal. Was bist denn du für ein Staubsauger? Oh, wie trollig. Sehr knuffig. Erstmal hauen wir hier gegen den Putz. Hüpfen hier rüber und gucken, dass wir hier rüberkommen. Ganz logisch. Klatschen den Mist hier weg. Und lassen die Zugbrücke runter. Ist überhaupt kein Problem. Kommen wir irgendwie hier drüben rein? Ja, natürlich nicht. Ich stimme wieder nur durch äußerst schwierige Sachen. Aber da habe ich jetzt echt keine Lust zu. Oha. Das hier wird doch jetzt wieder... Die Bestie naht, meine Brüder und Schwestern, doch sie ist schwach. Euer Hass muss ihrem Willen ebenbürtig sein, nur dann seid ihr wahrhaft gerettet. Ja, ist in Ordnung. Kann man so machen, muss man aber nicht. Ist klar. Knallt's mir hier wieder voll. Vollkommen, Was für ein Latz? Das gibt's doch nicht. Ah. Ja, das ist gut. Wir sammeln erstmal. Wir gucken uns erstmal ein bisschen um. Das Biest haben wir. Wir gucken mal, ob wir dich vielleicht so zerstören können. Wunderbar. Holen wir uns das hier. Oh, die geht mir auf den Sack hier. Schnell, 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 schnell. Wunderbar. Komm hier hoch. Und Raketen. Ah, sowas haben wir gebraucht. Haben wir es erledigt? Mist. Ja, es ist schon wieder äußerst kompliziert.
Verrenkt uns hier auch. So einer ist das. Oh nein, lass mich ja in Frieden. Kaum noch leben. Ja, komm. Holen wir uns erstmal das hier. Holen wir so mehr Rüstung hier. Komm schon. Dummköpfe. Ja, Leben. Leben ist immer gut. Ja, du kriegst das jetzt vor. Du kriegst das jetzt ab hier. Wunderbar. Ich habe mir. Ah, Mann. Stirb schneller.